Willkommen zurück zu Hearthstone. Der letzte Arena-Kampf verlief ja nicht ganz so gut für uns. Ich glaube, wir haben auch das falsche Deck. Aber egal, wir ziehen es jetzt durch und stürzen uns schnell in den nächsten Fight. Die Belohnungen in der Arena werden mit jedem Sieg besser. Ich glaube, wir werden kein einziges Mal mehr siegen. Ich hoffe es natürlich so insgeheim. Ist da doch ein bisschen Hoffnung dabei, aber die wird wahrscheinlich nach diesem Kampf jetzt richtig zerstört. Garrosh gegen Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Sieg oder Tod. Ja, jetzt sind wir auch noch zuerst dran. Geheilt werde ich ja nicht. Von wem denn? Ich behalte ihn trotzdem drin. Ach Gott, wir haben zu viele hohe Karten, glaube ich. Na, jetzt haben wir den vernichtet, einen verletzten Fallenschiener. Den hätten wir letztes Mal so gut gebrauchen können. Mensch, und da unten haben wir schon ein Häkchen. Beziehungsweise ein X. Für das war nix. Der kann was ausspielen? Nee, spielt nichts aus. Wir können uns nur eine Rüstung nehmen. Toll. Wir haben wirklich zu wenig Diener genommen, glaube ich. Sondern zu viele Rüstungskarten und alles Mögliche. Ach, Kacke ist das. Sagt, was ihr zu sagen habt. Verleiht einem befreundlichen Diener plus 1 Angriff. Die hat er jetzt aber auch umsonst ausgespielt, ne? Zeit zum Spielen. Na gut, wenn die den jetzt angreift, stirbt sie. Ja, danke. Mist. Mann. Fügt einem Diener für jeden eurer Rüstungspunkte einen Schaden zu. Ich würde die mir trotzdem gerne aufsparen. Vielleicht ist das ein Fehler, aber dann machen wir das. Guck mal. Das ist gut. Und wir behalten uns das natürlich. Die Waffe, weil hier keiner ist. Kampfschrei mutiert. Ach du mich auch, komm. Nimm einen auf giftig. Ruf zwei Pflanzlinge herbei. Naja. Naja, da musst du erstmal hier durch. Ja, und wir nehmen noch 5 Rüstungen dazu. Dankeschön. Dann greifen wir den nochmal kurz an. So, dann kommen Pflanzlinge hervor. Die muss er jetzt hier verbrauchen. Muss er trotzdem. Man muss die trotzdem opfern. Beide. Wie mache ich das jetzt? Das ist jetzt die gute, große Frage. Ach, guck mal. Und? Tschüss. So. Machen wir das so. Zack. Und hier einmal. Und das einmal. Ah, hätte ich den anderen lieber nehmen sollen. Scheiße, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Egal. Egal. So, und jetzt? Nur ich und Herr Beißerchen. Ruf dir einen Drachling herbei. Bringt nicht so viel. Wen greift er an? Niemanden. Ach, der kommt wie gerufen. Ein Autogramm. Und die Rüstung hier auch nochmal. Zack. Kann in jedem Zug beliebig oft angreifen. Das hätte ich jetzt gerne. Naja, was soll's. Für die Horde. Tschüss. Befreit mich. Der wird dann den hier angreifen. Komm, dann machen wir es so. Und wir kriegen nochmal ein bisschen Rüstung dazu. Er darf bloß jetzt nichts haben,
irgendein Zauber oder sowas, was den hier vernichtet. Ich muss das Land bewahren. Bringt ihn zum Schweigen. Okay, das geht ja noch. Immerhin hat er noch 4 Angriff. Und diesen verfluchten Yeti. So, jetzt nehmen wir das. Definitiv. Ich kann jetzt beliebig oft angreifen. Einmal. Zweimal. Wir haben ja zum Glück viel Rüstung. Ja, komm. Das machen wir jetzt. Wir haben genug Rüstung. Ha, das ging aber schnell. Ja, der hatte keine Karten mehr. Ha, wir haben gewonnen. Geil. Ich gebe nicht gerne auf, mache ich fast nie. Nur wenn es wirklich ganz aussichtslos ist. Und für ihn war es anscheinend aussichtslos. Ha, geil. Mit jedem weiteren Sieg wird euer Belohnungsschlüssel aufgewertet. Danke, jetzt haben wir schon so eine Art Bronze. Naja, ich verabschiede mich mal wieder. Oh, ich freue mich, wenigstens einen Arena-Kampf gewonnen. Also, bis zur nächsten Episode dann. Tschüss!